So, hallo erstmal. Willkommen zu unserem ersten Let's Play der Weitergespielt-Reihe auf Userwunsch. Herzliche Grüße gehen auch hier an TrueRock, der sich das gewünscht hat. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Und ja, das Video geht hier im Endeffekt genau da weiter, wo wir mit dem Angespielt-Test aufgehört haben. Das Einzige, was ich jetzt noch gemacht habe, ich bin mal in den Clan reingegangen. Und ja, jetzt würde ich hier einfach mal ein bisschen losspielen. Und mal gucken, was wir da so erreichen. Und werfen wir noch schnell die Karten auf. Also, ja, schauen wir es uns jetzt einfach mal an. Ich hoffe mal, ich blamier mich jetzt nicht zu euch. Aber ja, wird schon schief gehen. Hoffe ich doch. Das ist auch mein erstes Let's Play in der Art, also man vergibt mir den einen oder anderen Fauxpas. Wenn gewünscht ist, kann ich dazu ja auch mal Livestreams machen. Je nachdem. Was man dazu machen. Ja, gerade auf unteren Levels ist Clash Royale jetzt noch nicht so aufleveln. Stunden. So lange soll der Stream jetzt natürlich nicht gehen. Aber ja. Mal gucken. Vielleicht mache ich dann davon ein zweites Let's Play. Dann wird ihm für die Truhe aufmachen. Was ist das? Ah ja, genau. Bei dem Clan ist jetzt aktuell ein Clan-Krieg. Aber kann ich jetzt noch gar nicht teilnehmen. Ja, genau. Weil ich ja am Sammeltag noch nicht mitgemacht habe. Ja, machen wir ein bisschen weiter. Ja, gibt keine Truhen. Wollen wir trotzdem spielen? Wollt ihr ein bisschen was sehen? Hoffe ich. Yeah.
wird schon ein bisschen besser. Ja, ist ja gerade in den unteren Rängen, wenn man noch zu viele Karten hat zur Auswahl. Das ist natürlich dann ein bisschen problematisch, dann ansprechend das Deck zusammenzubauen. Das sind ja bis jetzt alles so Standardkarten. So erstmal von Anfang an. Diese aggressiven Hacker-Spieler zu abwehren. Ja, okay, jetzt wollen wir nochmal. Thank you.
läuft doch. Seite Rush. Nee, das ist Schweinereiter, falls jemand nicht kennt. Das ist schnelle Gebäudeeinheit, ja. Geht nur auf Gebäude, aber ich persönlich spiele nicht so gerne mit der Einheit. Es ist auch bei mir eher untypisch, mit dem Tank zu spielen, so mit dem Riesen, aber mangels Alternative habe ich den jetzt mal mit dem Deck. Gern gespielte Taktik mit dem Koboldfass. Erstmal eine Tank und dann ein Koboldfass. Pfeile hebe ich mir jetzt lieber immer auf. Und das ist genau. Ich habe keine Energie. Ja. Oh, 7 Punkte. Ja, man muss mal auf den Weg gehen. Thank you.
Tag mehr von dem Pack her, dann wäre der Tower mal weg gewesen. Power Quest, jawohl. Kobolthütte. Und nochmal eine Magietruhe als Questbelohnung. Okay. Ja, ich glaube, da werde ich doch nochmal ein paar weitergespielt Videos machen müssen. Ihr wollt ja bestimmt auch alle wissen, was in der Truhe ist. So. Kobolthütte, da kommen immer Sperrkobolde raus, falls jemand die Karte nicht kennt. Aber ja, die ist jetzt in dem Deck jetzt nicht so optimal zum Einsetzen. Genau. In 9 Stunden gibt es dann wieder eine neue Quest, einmal am Tag. Ja, glaube ich, ab 300 Pokalen kommt man, glaube ich, in die nächste höhere Liga. Das ist doch mal gucken.
Ja, sowas ist auch eine gern gespielte Taktik. Anfangs direkt Schweinereiter, hinter ein paar Kobolde. Kann man direkt am Anfang sehr günstig rushen. Auseinanderzuschneiden oder mit zur Ausschau dazwischen nur immer gewinnen. Das wäre auch irgendwie ein bisschen langweilig übertrieben. Aber habe ich leider auch schon bei anderen Streamern und Videos gesehen, dass das gerne gemacht wird, nur um sich besser darzustellen. Aber wäre ja dann langweilig. Verlieren gehört auch dazu. Die dann eigentlich nur wie wild, ja. Das ist halt nur extrem nervig. Wobei ja Clash Royale aktuell kaufbare Emotes anbietet. Dann brauchen wir echt viele Leute, die sich die kaufen. Ich meine, sind nur lustige Emotes dabei, aber die nerven trotzdem an. Thank you.
Darunter fällt der Königsturm. Immer noch kein Aufstieg. Ah, ab 400. Gesagt habe, schnell mal auf 400 spielen. Meistens so. Mal mehr einen Hit gekriegt. Theoretisch hätte ich jetzt noch meinen Tower einreißen lassen können, um dann versuchen, noch den zweiten zu holen. Ich hatte dabei auch die besseren Ausgangssituationen dafür, aber dadurch, dass man jetzt vom Kartenlevel auch eher auf gleichem Niveau war, hätte es natürlich dann auch in die Hose gehen können. Deswegen habe ich das jetzt mal lieber nicht gemacht. Entschuldigung.
Also ich immer gut, wenn man das Skelett in die Mitte setzt, weil dann teilen die sich auf und sind durch AOE-Fähigkeiten auch nicht so einfach direkt kaputt zu machen. Mich. Road to 400. Ja, brauchen wir noch einen Sieg. Oh, hat er schon alles gespendet? Ja, super. Oh, Kronentruhe gibt's dann auch noch.
mal was Nützliches. Ja, zumindest mal am Anfang. Oh, ja. Ja, man muss ja immer die Einheiten verbessern, damit man auf dem allgemeinen Level steigt. Auch wenn man die irgendwann nicht spielt. So. Hexe kostet jetzt 5. Ich könnte die Hexe. Nee, ich glaube, die lasse ich lieber mal raus. Das Problem ist natürlich auch, wenn die Elixierkosten zu hoch werden, dann kann man da nicht mehr vernünftig mitspielen. Thank you.
Ach komm. 7 Sekunden. Ich sehe schon kommen. Ich spiele in 3 Stunden noch mit einem Ausstieg. Furchtbar. Ja. Manchmal braucht man halt auch ein bisschen Glück. Okay. Kann man mal machen. Ist aber halt dann scheiße. So. Ich kann auch bei einem Stream scheiße sagen. Keine 29 Pokale, wenn ich das jetzt gewinne. Der im Ranking ist unter mir. Wir will sehen. Gibt's 28, oder? Ja. So klar. Ich kenne Clash Royale. Das war doch jetzt so klar. Geschätzte Dauer 16 Sekunden. Ja, aber man muss dazu sagen, dafür, dass das Spiel schon so lange auf dem Markt ist und so alt ist, also egal, ob man jetzt neu anfängt oder schon länger spielt, man findet immer Gegner. Ich auch mal, wie groß die ganze Spielerbasis ist. Ja. Das nach der Zeit, also egal zu welcher Tageszeit, Uhrzeit, das Spiel, das man findet eigentlich echt immer Gegner. Also ich hatte es eigentlich noch nie, dass ich mal länger als 5 bis 10 Sekunden warten musste. In der Regel standen die Spiele fast immer sofort. Jawohl, Arena 2. Es gibt natürlich das Sonderangebot, wie immer. Sobald man in der Arena aussteigt, wird einem immer was angeboten. Nein, ich möchte nicht bezahlen. Ich kann jetzt auch ein paar Karten kaufen, aber. Bringt irgendwie nicht so viel. So, an der Stelle beende ich dann auch mal den Stream, beziehungsweise das Video. Freue mich über jeden, der es sich anschaut und hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Und in 2 Stunden oder so werde ich dann die eine Truhe nochmal öffnen, werde die
Magietruhe dann anmachen und wenn ich dann das nächste Mal wieder ein Let's Play von Clash Royale mache, wird man auf jeden Fall direkt damit anfangen können, dann die Magietruhe aufzumachen. So. Ja. Das war's dann und dann verabschiede ich mich mal an dieser Stelle. Bis demnächst und schaut doch einfach mal auf unsere Webseite. Würde mich freuen. Danke. Tschüss.